Hier so eine richtige Begrüßung habe ich irgendwie nicht, aber ich hatte doch mal was. Was geht ab, YouTube? Was geht ab, YouTube? Hier ist Nick Wunder, seid ihr beim zweiten Kanal. Bing. Es freut mich sehr, dass mein letztes sehr sinnvolles Video euch auch gut gefallen hat. Und ich habe öfters gelesen, dass Leute denken, dass ich gelangweilt bin oder so. Dem ist nicht so. Ich bin so. Aber deswegen sind wir jetzt nicht hier. Ich wollte euch heute etwas erzählen. Viele von euch haben sich auch wieder Storytime gewünscht und ich habe auf jeden Fall noch so ein paar Sachen, die ich euch erzählen könnte und deswegen dachte ich, ja, ich habe da so eine kleine Story, die euch vielleicht interessiert und ja, ich muss dazu eine kleine Vorgeschichte erzählen. Die eine oder andere Person von euch kennt vielleicht, zumindest vom Namen her, einen meiner besten Freunde, Dimitri, aber die Person ist halt noch nie wirklich irgendwie in einem Video vorgekommen. Ich habe zwar mit ihm schon Videos gemacht, aber das ist schon ein bisschen was her. Hey, ein Tipp, da liegt eine Waffe auf dem Boden. Oh. Ein bisschen sehr lange her. Ich glaube, das ist teilweise vor eurer Zeit gewesen. Jedenfalls kenne ich diese Person halt schon ziemlich lange und wir haben beide früher sehr, sehr viel mit Elektronik rumgebastelt und gebaut und ja, wir haben damit halt sehr viel zu tun gehabt damals. Und dann kam halt irgendwann die Zeit, in der die ersten Handys mit Farbdisplay kamen, mit Kamera und. Wenn man die natürlich zu heute vergleicht, sind die halt totaler Schrott so, aber das war halt damals schon so der Shit. Und ich weiß nicht, ob ihr das von heute vielleicht kennt, wenn bei euch irgendwie in der Schule Leute rumlaufen mit dem Handy und Musik machen oder mit einem Lautsprecher. Das gibt es ja auch heutzutage. Das gab es damals teilweise auch schon. Jedenfalls haben wir uns mit der Zeit einfach so ein bisschen auseinander entwickelt in verschiedene Richtungen. Ich bin halt mehr so Software gegangen und er ist halt mehr so Hardware gegangen. Was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, aber ich habe halt zu der Zeit zum Beispiel irgendwie MP3-Player besorgt, irgendwelche Codecs für das Handy, dass das was weiß ich, was alles abspielen konnte und dann haben wir halt, wie wir sonst auch mit anderen Sachen gemacht haben, auch an diesen Handys rumgebastelt und das hat sich halt rumgesprochen, weil das halt sehr gut funktioniert hat. Es gab zum Beispiel da dieses Nokia 3650, hieß es glaube ich. Blendet euch das auf jeden Fall einfach mal ein. Und an sich war das Handy, naja, jetzt nicht so wirklich besonders. Es gab auf jeden Fall irgendwann sehr schnell bessere, aber wir konnten halt mit ein paar Modifikationen an diesem Telefon viel mehr rausholen und somit war das Telefon bei uns in der Gegend zumindest ist sehr beliebt. Wir haben hinten auf die Hülle vom Handy einen Lautsprecher eingebaut, der über Kontakte, wenn man die Hülle drauf macht, mit dem Handy verbunden war und somit halt viel lauter war. Das ist ungefähr so fast so gewesen wie mit so einem Bluetooth-Speaker-System, nur ein bisschen leiser. Und zusätzlich habe ich halt den Leuten MP3-Player auf die Handys gemacht, mit denen sie dann Musik hören konnten. Ich glaube, eines der größten Probleme war halt die Speicherkapazität, weil meistens hatten die Leute nur eine 16 oder 32 Megabyte Speicherkarte, wo nichts drauf passt quasi. Aber da konnte man natürlich auch was gegen tun. Man konnte die Lieder richtig klein konvertieren, sodass sie trotzdem noch gut geklungen haben auf dem Telefon. Es hat halt funktioniert. Ich meine, MP3-Player hatten auch damals nur so 128 MB und so. Es war auf jeden Fall nicht unmöglich. Damit ihr ungefähr wisst, wie das war also wirklich echt eine merkwürdige Zeit. Also auf mich sind Leute zugekommen, die ich nicht kannte, die dann zu mir meinten so, yo, ich habe gehört, du machst das mit den Handys, kannst du mir mein Handy umbauen? Und ich dann gesagt habe so, ja klar, kann ich machen. Gegen so ein bisschen Trinkgeld, das war wirklich nicht viel, weil wer hat von den Leuten schon Geld gehabt damals? Ich hatte sogar einen Freund, der fast jeden Morgen zu mir gekommen ist, mir sein Handy in die Hand gedrückt hat, damit ich es einschalte. Was sehr merkwürdig ist, es ging bei ihm einfach nicht an. Es ist hängen geblieben und wenn ich das in die Hand genommen habe und gestartet habe, ging es an. Aber das ist eine andere Story. Und dadurch, dass wir so viel mit den Handys zu tun hatten, hatte ich natürlich auch irgendwie irgendwann ein paar Stück davon da und habe die auch wieder verkauft bei, keine Ahnung, an Verkauf für ein paar Euro oder an Leute, die irgendwie so ein Handy haben wollten. Es war halt wirklich nicht viel Geld. Ey, das war eigentlich so totaler Bullshit, dass ich das verkauft habe. So dumm war ich, so dumm bin ich. Und eines Tages war es dann so, dass ein ganz merkwürdiger Kerl auf mich zugekommen ist, beziehungsweise auf uns, und davon gehört hat, dass wir halt sowas verkaufen und hat uns zu sich eingeladen, dass wir ihm das mal so ein bisschen zeigen können. Er würde uns einen guten Preis machen und keine Ahnung, das war auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Aber haben wir natürlich angenommen und sind dann auch zu ihm nach Hause gekommen. Das war so eine Wohnung, die war, ich weiß nicht, kennt ihr diese Altbaustraßen, wo es so richtig hoch und runter die ganze Zeit geht und wo so möglichst viele Häuser auf engem Raum sind und dem seine Wohnung war auf jeden Fall so groß wie das Zimmer hier ungefähr, also wirklich nicht sehr groß und sehr merkwürdig, sehr dunkel und sehr afrikanisch eingerichtet. Als wir dann bei ihm waren, sollten wir uns aufs Sofa setzen und er würde gleich zu uns kommen, ist dann irgendwie nochmal hinter so einen komischen Vorhang gegangen und wir gucken uns da so um und
haben da irgendwie so, ich weiß nicht, so Messer und so ein Kram überall gesehen und dachten so, okay, das ist schon sehr komisch. Plus natürlich, dass überall irgendwie Drugs rumlagen, aber das ist wieder so ein anderes Ding, muss jeder selber wissen. Jedenfalls, als er dann wieder kam und gerade mit uns reden wollte, ist jemand die Tür reingestürmt, also literally hat die Tür so eingetreten und hat den Typ angeschrien. Ich glaube, der Typ, der ihm die Wohnung gehört hat, hieß irgendwie Prince oder sowas. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wir waren halt so voll erschrocken und der meint halt die ganze Zeit so, ihr bleibt da sitzen, ihr bleibt da sitzen, keiner rührt sich. Und naja, wir waren halt so kleine Pisser, haben dann natürlich so voll Schiss bekommen und dachten so, yo, let it rip. Jedenfalls haben die sich dann gegenseitig angeschrien und nach, keine Ahnung, so 10, 15 Sekunden oder so, hat dann dieser Typ, der reingestürmt ist, eine Waffe gezogen und auf den Typ gehalten. Wir sind natürlich so mega geschockt und mega Angst bekommen, so von wegen so, jetzt halt wirklich let it rip. Vor allem, als wir nur geatmet haben oder so, ist der mit der Waffe so auf uns in die Richtung gegangen und hat halt gesagt, keiner bewegt sich. Wir haben uns nicht bewegt, wir haben nur geatmet. In diesem Moment habe ich es so bereut, dass ich ein Angebot angenommen habe von jemandem, den ich null kenne, null vertrauen konnte und einfach gedacht habe, so, ja, was soll schon passieren? Ich meine, vielleicht hätte er uns wirklich ein gutes Angebot gemacht oder so und zu dem Zeitpunkt hätte uns das bestimmt auch irgendwo was gebracht oder so, einfach mal ein bisschen mehr Geld zu haben oder so, aber letztendlich war es das wert. Die beiden Typen haben sich dann die ganze Zeit angeschrien auf irgendeine Sprache, die ich nicht kannte und teilweise auf Englisch, also beides irgendwie gemischt so und vielleicht auch ein, zwei deutsche Wörter mal so, wo man so, keine Ahnung, nichts draus schließen konnte. Und irgendwann ist dann dieser Typ, bei dem wir waren, dieser Prince, auf diesen Eindringling gesprungen, hat den irgendwie geschlagen und die Waffe versucht wegzunehmen und in dem Moment, als er auf den gesprungen ist, hat er gesagt, wir sollen laufen. Und in dem Moment sind wir auch gelaufen. Und als wir da raus sind, sind wir natürlich nicht stehen geblieben, auch wenn wir gedacht haben, so für einen Moment, so, jo, jetzt sind wir vielleicht safe. Aber dieser Typ ist uns hinterhergelaufen. Und ich hatte, glaube ich, da zum ersten Mal so eine fucking Panik um mein Life. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn mich jemand gefragt hätte, wie ich in der Situation reagiert hätte, keine Ahnung. Aber letztendlich ist es so gewesen, dass wir wirklich durch so ganz enge Wege gelaufen sind, ganz viele Kurven, und irgendwann über so einen Zaun hinter einer Ecke gesprungen sind, uns hingelegt haben, in einem Busch so, wo uns keiner sieht und der dann einfach weitergelaufen ist. Und wir lagen da locker, keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder so, bis es dann irgendwie dunkel wurde oder so. Und dann haben wir uns langsam wieder rausgetraut und sind so schnell wie möglich irgendwie weit, weit weg. Ja, und dieser ganze Stress, alles nur, weil ich so ein scheiß Handy verkaufen wollte. Ja, und was lernen wir daraus? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe daraus nichts gelernt. Ich habe einfach nur mehr Angst bekommen. Vertraue niemals Käufern mit einer schlechten Bewertung. Kleiner Spaß am Rande. Aber nur Druck, das war auf jeden Fall eine sehr gruselige Erfahrung in meinen jungen Jahren. Und ich hoffe, dass niemand von euch irgendwie sowas erleben musste. Wenn ja, und wenn du das erzählen möchtest, kannst du das gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und wenn euch das mit dem Storytime wirklich gefällt, dann lasst mich das auf jeden Fall mal wissen. Ich mache dann auf jeden Fall noch ein paar andere. Ich habe noch ein paar andere Storys zu erzählen, die ich euch auch gerne erzählen möchte. Nur ich möchte niemandem irgendeine Story aufdrängen. So, wenn er sagt so, jo, kannst du mal deine scheiß Fresse halten? Interessiert mich nicht. Versteht, was ich meine. Also dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Anime.